Kollege, boah, der auch 7 Days so spielt, ja. Ich schwöre, es gibt kein Survival-Spiel, was der nicht gespielt hat. Okay. Letztens erzähl ich von No Survival. Ja, hat er gespielt. Erzähl er mir ein bisschen was. Heute erzähle ich ihm. Er wird mit Warf begonnen. Boah, geil, was habt ihr schon alles? Erzähl er mir über Warf 100 Sachen. Also ich habe dann gesagt, er muss aufhören, mir das zu erzählen, weil ich weiß jetzt so viel über das Spiel, was noch alles kommt. Und er hat gesagt, das ist jetzt nur die Hälfte, aber das wird geil. Das ist richtig geil. Aber ich kenne mich gar nicht aus, was ich jetzt machen soll. Trinken. Trinken ist einmal ein Anfang. Vielleicht Floß ausbauen? So, warte mal, das wollte ich nicht schauen eigentlich. Ich lasse die. Okay, vielleicht legen sie da wirklich Eier rein. Das wäre ja genial. In die Nester? Ich hab auch eine Riesenmuschel gefunden. Ah, geil. Warte schon auf Inseln? Einer. Aber da haben wir ur viel abbauen können. Oh, geil. So, ich lege mal die Muschel ins Ei, die Muschel ins Lager. Robert. Ja? Der Rexer. Entschuldigung. Übrigens, ich habe Urressourcen verschwendet. Ich habe mich Warum? urverdrückt. Ich habe jetzt 4 Plastikhaken gemacht. Dann gib mir die. Dann nehme ich die aber, solange. Keine Ich kann einmal. Eisenhaken. Bitte? Solange ich eh keinen großen Haken habe, dann gib mir den halt. Warte, ich gebe da mal 2. Ja, Weil passt. eines gibt. Okay, dann ich baue einmal ein bisschen aus. Gut, ich tu mal Kuchen kochen. Ich merke gerade, ich kann nicht so viel ausbauen, weil ich habe kein Holz. Das Problem ist, Rechts ist ich eine schau mal. Insel. Schau mal da. Ah, ich habe das Floß umgestellt. Sehe ich Ja, gerade. war Dominic City. Schau mal da. Liegt bei der Truhe. Da. Da oben. Sorry, ist ein bisschen blöd gedroppt. Ich habe nur unten am Boden geschaut die ganze Zeit. Also wir steuern auf eine Insel zu. Okay. Hoffentlich ohne Vögel. Das ist halt eine große. Oh, er ist ein Vögel. Ist ein Vögel. Ich sehe einen Vögel. Das ist Arsch. Vögel hasse ich. Das Geh ich sicher geht. drauf. Man muss dann nur in Bewegung bleiben. So, gebratener Und Kunststoff, ne? Oh, das sind schon 2 Möben. Ist halt blöd, weil wenn Dominik so umeinander steht und wir auf die Insel gehen, der Vogel attackiert er. So auch eigentlich. Da ist sie da. Ah, ist er da. Na, Leimann, schnappt sich gleich mal einen Fisch, oder? Ich brauche einen Speer auf jeden Fall, sehe ich gerade. Von mir kann man auch weiterfahren dann. Wie du magst, aber Problem. ich. Problem. Ich bat's nicht.
So, braucht frisches Wasser. Na, passt dann. Okay. Dann fahren wir halt mal weiter. Mhm, danke. Oh, das ist in meiner Kiste drin. Was ist in der Kiste drin? Ich hab gerade die Sachen alle da reingelegt, jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin. Will ich. So. Da ist ein Fass, da ist ein Fass. Boah. Stoff brauche ich. Und Stoff, schau mal hier. Habe ich gerade eingesammelt. Nicht viel, aber doch. Beim Ofen. Dagegen, ja. Kann, haha, da war. Ist gerade ein Vogel über uns drüber geflogen. Die sind schon ziemlich nah jetzt. Über uns? Waren gerade über uns welche, aber runtergefahren sind es nicht. Also Seile haben wir dabei überhaupt kein Problem. Ja gut, weil ich jetzt nicht mehr benutze. Ach so, okay. Ich brauche ja keine Dinger mehr. Ach so. Wir haben ja gesagt, wir machen nicht breiter. Dann brauche ich auch keine Dinger dabei mehr machen. Okay, das ist. Außer wir sagen, wir gehen noch ein bisschen in die Breite. Also nehme ich schon mit. Jetzt schaut der Insel hin. Was? Du bist halt in ein paar Minuten dann weg, ich sag's nur. Ja gut, jetzt ist die Insel hinter uns, jetzt dreh ich nicht mehr um. Achso. Jetzt bin ich weggesteuert von der Insel. Ja. Der große Ofen ist geil, Leute. Von dem wäre ein zweiter noch nice. Da geht echt was weiter, muss ich sagen. Ich würde gerne sagen, dass wir sagen, eine zweite Getränkestation machen, einen Topf. Zwei auch Getränke haben wir eh schon. Na, so einen besseren Getränke, meinte ich. Ach so. Mhm. Vielleicht auch so größere Beete noch, weil mit den kleinen fange ich irgendwie nichts an mehr. Weil Kartoffeln habe ich viele, die baue ich schon gar nicht mehr an. Na, dann will ich mal einen Topf bauen, dass wir die vielleicht auch wegkriegen. Die Erdäpfel meinst du? Ja. Mhm. Oh. Fuck. Jetzt hab ich hinterher gesehen, aber gedacht, Edge. Auf einmal ist der Zwischenraum. Weil zum Beispiel auf so einem großen Griller kriege ich drei kleine Fische. Ja? Und hier kriege ich immer nur einen. Weißt du? Ja, ich weiß. Ich kenne den Griller. Ja. Ja. Und bei dem Wasser kriegst du ja dann auch mehr. Da kannst du auch drei Gläser dann quasi hinstellen. Also du trinkst, trinkst, trinkst und bist voll quasi. Du musst nicht so lange warten. Reingeben. Alter, mit dem Wasser setzen wir urschnell, Leute. Ich will hingehen, Wasser holen. Das heißt eigentlich, die Palmblätter brauchen wir dabei nicht.
Naja, brauchen. Vielleicht brauchen wir irgendwann eine Saale für irgendwas anderes. Mausbauen dann, ich weiß es nicht. Wird sicher irgendwas kommen dann noch. Ja, eh. Sagen wir mal, vielleicht machen wir es ja irgendwann größer. Wir könnten ja eigentlich auch irgendwann einen eigenen Raum machen für die Kisten oder so, weißt? Gut, du kannst wirklich alles bauen, habe ich. Also du kannst da jetzt ein Schloss drauf bauen. Tja. Möchte ich halt jetzt nicht spoilern. Nein, nicht bitte. Ja, das sag ich auch nicht. Aber könntest du jetzt ein Schloss auch drauf bauen, dann verhandelt es. Dann haben wir die Seite fast zu. Bis der Patsch. Okay, den kann ich noch grillen. Schau mal, wie viel Fisch dabei da drin ist in der ganz letzten. Auf. Ja, ich würd echt die kleinen Beete durch große ersetzen. Kostet das eigentlich? Lagerräume, Schmelze. Oder beim Essen. Oh ja, warte mal, ein zweiter Grill. Metallbahn braucht der zweite Grill und viele Nägel. Flanken und Schrot. Die könnten wir schon bauen eigentlich dann. Was denn? Große Biete. Was brauchen die? Flanken und Schrot. Na gut, die können wir auf jeden Fall bauen. Und der Grill braucht... Müssen wir noch irgendwann mal eine Axt machen. Metallbahn. Ja, ich habe auch keine Axt. Metallbahn. Und Nägel. Bist du... Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie Seetang gefunden. Dominik schon. Ich weiß. Das ist nämlich neu, das dürfte jetzt anders ausschauen, wenn man anders kriegen. Früher hat man das unter Wasser abgebaut. Er hat es auch unter Wasser abgebaut. Ich habe es aber ja nicht gesehen, weil ich gerade was anderes abgebaut habe. Nein, ich weiß, er hat gesagt, das ist... Aber ich habe es noch nie gesehen jetzt. Ah, jetzt habe ich es gefunden. Ja, okay. Jetzt weiß ich, wie das ausschaut wieder. Wie war das eben anders? Früher hast du die ganzen Strauch abgebaut, jetzt tupfst du quasi die Blätter runter. Ah, okay. Was ist denn eigentlich mit dem Hai passiert? Mit welchem Hai? Ich habe noch keinen einzigen Hai gesehen, seitdem ich da bin. Oh ja, mich hat einer attackiert im Wasser zuerst. Boah, das Seelen ruhig ab. Schau auch mal runter. Ich habe vorhin auch eine Höhle gefunden. Unter Wasser? Aber das war so in so einer. Also, du musstest unter Wasser tauchen und bist dann in so eine Art Grotte kommen. Und da war dann. Eine Kiste. Ja, genau. Ich bin jetzt auch einmal von Bord. Also, bitte nicht ablegen.
der ist schrot. Da ablegen muss dann eh Dominik. Weil? Weil ich nicht weiß, ob er dann da ist, wenn ich ihn nicht sehe. Und wenn er nicht redet. Dann wird's schwer nämlich. Oh, da heißt er. Ja, wollte ich sagen. Wir uns da mal her. Oh. Kann man wieder töten. Und dann wieder. Dumm ist er. Und du Bratpfanne. Oh, da unten ist urviel. Eine Muschel wieder. Ja. Kommt irgendwie nicht. Na, jetzt nicht. Man kann aber unter Wasser eh auch fisten. Ja, aber nicht so gut. Du kannst nicht so, ich bin. Jetzt bin ich ready. Na, und die Schnauze mal, oder?